warte mal, das... Was ist das hier eigentlich oben? Hier geht's zu einem Haus. Gut. Oh, Bär! Ich liebe es, ey. Ah ja, ein Drachengrab. Ausgehoben, ne? Das ist ja mal eine Hütte von Frokis Hütte. Warte mal. Hab ich nicht von dem Bogen? Hey. Das hat uns noch gefehlt. Stadtleute, die einfach so hier reinspazieren. Wahrscheinlich suchen sie Opfergaben für ihre kostbaren Göttlichen. Bitte was? Sieh mal einer an. Da kommt schon wieder so eine Stadtratte angekrochen. Ihr seid doch nicht hier oben, um dem alten Froki was von euren sogenannten Göttlichen zu erzählen? Ich nicht. Ich glaube nicht an die Neuen. Gut. Das hier ist Himmelsrand. Und wir sollten die alten Wege ehren. Diese Ausländer respektieren noch nicht einmal ihre eigenen Götter, geschweige denn Kühne und ihre heiligen Prüfungen. Was sind denn die heiligen Prüfungen? Das ist eine alte Tradition der Nord. Ein Test, um euch vor Kühne zu beweisen. Zeigt, dass ihr ein Jäger seid. Kein einfacher Metzger. Kühne lehrt uns, die Tiere zu achten. Und segnet den Jäger, der gewillt ist, gegen ihre Champions anzutreten. Nur jene sind wahre Nordjäger, die die Prüfungen überleben. Denkt ihr, ihr seid stark genug für Kühnes Segen? Ich würde diese Tradition gerne weitergeben. Yep. Sagt mir, was ich tun soll. Ihr müsst Wächterbestien bezwingen, die von Kühne gesegnet wurden. Ach du Scheiße. Ich werde euch mit dem Symbol des Wolfes, der Krabbe und des Skevers salben. Das wird den Wächter herauslocken, wenn ihr sein Versteck erreicht. Hierhin müsst ihr gehen. Was muss ich tun? Kehrt zurück, sobald ihr die Wolf-, Krabbe- und Skeverwächter bezwungen habt. Ach so. Ein Wächter Skever? Ist das euer Ernst? Lacht nicht, Frischling. Selbst die geringsten Kreaturen können die Schwachen und Überheblichen töten. Ja gut. Wir probieren es nächstes Mal mit mächtigeren Feinden, wenn ihr es überlebt. Ist Humming euer Sohn? Enkel. Er ist ein zäher Bursche. Seine Eltern waren in Helgen als... Naja, ihr wisst schon. Gefällt es euch, dass Humming bei euch ist? Früher war ich wohl kein besonders toller Vater. Dass er jetzt hier ist, ist so etwas wie eine zweite Chance. Er ist ein guter Junge. Erzählt mir etwas über Kühne. Diese Speichellecker im Tempel nannten sie Kühnaret. Nur ein schwacher Abklatsch der Wahrheit, wie alle Tempelgötter. Kühne, gesegnetes Kriegerweib. Schors Witwe, jedem wahren Nordjäger heilig. Sie ist die Mutter von Menschen und Bestien. Und ihr Schleier ist der Sturm. Bis zum nächsten Mal. Ach, da sitzt er sogar. Eines Tages werde ich ganz alleine einen Drachen töten. Ja, bitte nicht. Erzähl mal was über dich, Krotzgür. Froki lässt mich noch nicht alleine jagen. Aber er redet immerzu davon, wie er sein erstes Reh im Alter von 11 Jahren erlegt hat. Lebt ihr gerne hier? So schlimm ist es nicht. Aber ich vermisse es, mit meinen Eltern in Helgen zu leben. Froki kann nicht kochen.
Und hier kann man mit keinem reden. Oh. Wurden eure Eltern in Helgen umgebracht? Oh, das jetzt zu fragen, wäre ein bisschen bitter jetzt. Achso, da hat euer was gegen. Ja, aber kein Wort darüber zu Froki. Ich glaube nicht, dass er das versteht. Mhm. Kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Also gut. Eieiei. Ich könnte schwören, ich hab doch einen Bogen irgendwie von Froki. Oder irgendwas dergleichen. Hallo. Nee, 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 ich gebe hier nicht eher Ruhe, bis ich gefunden habe, wonach ich gesucht habe. Alter, das ist ja eine Talos-Statue. Wenn ich schon hier bin? Wohl an denn. Wie warm hält es mich eigentlich, die Rüstung? Diadem des Gelehrten. Uiuiuiuiuiui. Ist das... Alter, eure Kalkum hier? Ernsthaft? Froki hat Orikalkum vor seiner Haustür. Respekt! Sagt er und gähnt. Schwierspinnen. Ah. Hey, die Spinnen bekämpfen sich gegenseitig. Was ist das denn hier? Mich doch. Beweg dich doch nicht immer dann, wenn ich versuchen will anzugreifen. So, reicht mir jetzt. Für Eisen.
Blume. Tja, auch du hältst mich nicht auf. Was haben wir denn hier? Angerwunde. So, ich kann jetzt das ein oder andere Essen zubereiten. Mithrisis Notizen. Hm? Kaniswurzel. Ey. Wollte schon sagen, ey. Hier haben wir noch was Großartiges. Also ich wollte auch noch in eine Zwergenruine rein, aber ich würde jetzt gerne nach dem Sturmmantellager suchen. Also ich suche schon die ganze Zeit danach, aber ich finde es nicht. Oh, ein Orklager. Blablabla. Wie Riese haben die eben mal so erlebt. Schade, dass ich nicht dabei gewesen bin, wa? Kann es sein, dass die Ziege besessen ist? Halt! Ach, wieso habe ich ein Ziegenbein mitgenommen? Ziegenfell. Ziegenbein war schon richtig. Schluss jetzt.
Dunkellichtturm. Fängt es wieder an zu regnen. Hey, Ralle! Kristallstollenhöhle? Wow, wo kommt der denn her? Alter, ich bin erschrocken, ey. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Ach ja, da oben haben wir auch noch einen Drachen schlafen. Wie tut es, der Pfeil im Rücken? So. Da ist ein lustiger Drachenspot mit einem Wächterturm hier. Voll getroffen. Frostdrache direkt schon. Ui, der ist schon Silber. Den hau ich blutig, den hau ich blutig, den hau ich blutig, den hau ich blutig. Oder? Nee, komm. Ein Knochen, eine Schuppe. Und hier haben wir auch den nächsten Drachenschrei.
Furcht und Behagen. Stonnerkelsen. Naja, damit haben wir aber immer noch nicht gefunden, wonach ich suche. Ich denke, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr gerade. Tut mir leid. Bis zur nächsten Folge.